Den Industriestandort in Leuna gibt es seit gut 100 Jahren. Einige der Unternehmen in Leuna haben auch von der Wirtschaftspolitik der Nationalsozialisten in den 1930er und 40er Jahren profitiert. Die sind schon echt wohl länger nicht mehr geputzt worden hier. Wir putzen hier Stolpersteine von 15 Kindern, die hier gestorben sind während der NS-Zeit. Und deren Mütter waren vermutlich zu Zwangsarbeit hier in Leuna verpflichtet. Und es ist wahrscheinlich so, dass die Kinder gestorben sind, weil sie irgendwie mangelhaft ernährt wurden oder nicht richtig ernährt wurden und nicht versorgt wurden einfach. Mila studiert in Merseburg. Die lokale Geschichte interessiert sie. Sie setzt sich gegen das Vergessen ein. Nicht allen sind die 15 Stolpersteine bisher aufgefallen. Wir kommen aus Merseburg und studieren auch in Merseburg. Und uns war das ganz lange gar nicht klar, dass hier auch so viele Stolpersteine sind. Also, das habe ich auch nie gewusst. So. In Halle siehst du öfters mal... Ja, das ist hier. Also wir haben uns vorher ein bisschen belesen, weil wir eben auch noch nicht so viel drüber wussten und haben dann hier festgestellt, dass halt hier ganz viele Kinder, also die sind nur ganz jung geworden, weil die hier in der Zwangsarbeit irgendwie also auf die Welt gekommen sind und dann hier auch wieder gestorben sind. Die Aktion kommt gut an. Die Bäckerei gegenüber füllt die Wasserflaschen der Studierenden gerne auf. Die Verkäuferin kannte die Stolpersteine vorher nicht. Leider gibt es immer wieder Leute, die sagen, es reicht doch langsam. Ich glaube, das wird niemals reichen. Das darf nie vergessen werden. Nee. Deshalb ist ja eigentlich auch gut, dass es die Stolpersteine gibt und dass man hier so das also auch lesen kann. Und die Geschichtswerkstatt aus Merseburg, die haben jetzt so eine ganz tolle Internetseite auch gemacht. Da ist eine Karte drauf, da sieht man alle Stolpersteine und findet dazu die Geschichten von den Menschen. Und da haben wir das jetzt auch rausgefunden, dass das hier ist. Na gut, schön, dass Sie es machen. Ja. Ja. Na, danke, noch. Dankeschön. Tschüss. Du musst so ein bisschen kreisen am Rand. Dann geht's ganz gut. Für die Studierenden gehört neben dem Putzen auch die Beschäftigung mit den Menschen hinter den Namen dazu. Er hat halt erst in diesem Hauptlabor gearbeitet, dann später im Versuchslabor und war unter anderem... Der Chemiker Walter Baumann war einer der Spitzenfachkräfte in den Ammoniakwerken in Leuna. 1938 wurde er aus sogenannten rassischen Gründen entlassen und versuchte dann eine Ausreisegenehmigung in die USA zu erlangen. Und er wurde aber halt das erste Mal im Oktober 1939 in Leipzig inhaftiert und die zweite Inhaftierung kam dann direkt danach schon im November auch wieder in Leipzig. Und in diesem Brief, den die Geschichtswerkstatt Merseburg von der Tochter von ihm bekommen hat, steht auch drin, dass mit dieser Ausreisegenehmigung auch eine Zusage für eine Arbeitsstelle in den USA kam. Und dann wurde aber er direkt aus dieser Haft in Leipzig im März 1940 ins Konzentrationslager Sachsenhausen deportiert. Milas Netzwerk hilft ihr bei ihrem Engagement. Ich mache das nicht alleine natürlich, ich mache das mit Freundinnen und MitstreiterInnen aus dem Sowas e.V. Und der Sowas e.V. ist ein Kulturverein in Merseburg, der ist gegründet von Studierenden, aber es sind mittlerweile einfach junge Menschen, Studierende und Nichtstudierende im Verein. Und wir engagieren uns für Merseburg, weil wir uns wünschen, dass es mehr kulturelle Angebote in Merseburg gibt. Und genau, es ist so ein bisschen für uns, für andere, für alle. Vor Ort in Leuna, Stolperstein von Walter Baumann. Jemand anderes hat hier schon geputzt. Es fehlen nur noch Blumen und Kerzen. Ja, wir machen das hier, weil in so größeren Städten wie zum Beispiel Halle oder Leipzig, da sind einfach mehr Menschen da, die diese Stolpersteine auch im Blick irgendwie haben und da immer mal wieder putzen. Und gerade eben, als wir am Leuna-Tor waren, haben wir gesehen, dass da schon länger nicht mehr geputzt wurde. Und deshalb haben wir uns gedacht, wir machen uns als kleine Gruppe heute auf den Weg Richtung Leuna, vielleicht Bad Dürnberg. Ihr Engagement hilft Mila dabei, die Geschichte der Region besser zu verstehen. Ich glaube, was mich schon bewegt, ist, dass es halt einfach an jedem Ort, egal welchen Ort man in Deutschland besucht, es gibt immer irgendwo so einen Bruchteil von dieser Geschichte. Und letztendlich gerade so, wenn man
in der Schule im Geschichtsunterricht schaut oder so, dann geht es ja häufig um das große Ganze zu erfassen und irgendwie geschichtliche Abläufe und so weiter und so fort. Und für mich ist das halt immer jedes Mal so ein Stückchen mehr noch so ein Teil Geschichte irgendwie zu verstehen und das halt also noch weniger zu vergessen. Und jetzt zum Beispiel weiß ich, dass es 15 Stolpersteine für Kinder hier in Leuna gibt. Das wusste ich davor nicht. Ich glaube, Wissen ist das Wichtigste in dem Zusammenhang, dass man einfach auch weniger vergisst. Und zum anderen finde ich, auch wenn da so eine Kerze steht oder so eine Blume liegt, dann bleiben Leute auch eher stehen. Und es ist halt nicht einfach irgendwie ein Stein, der ein bisschen anders aussieht und man läuft dann weiter, weil man jeden Tag dran vorbeiläuft. Und das ist auch so ein bisschen meine Hoffnung, dass vielleicht auch Menschen, die das sonst sich noch nicht viel damit beschäftigt haben, dann einfach darauf aufmerksam werden. Zumindest heute ist das Putzen der Stolpersteine den Vorbeikommenden aufgefallen.